Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute zeigen, wie man den Sprachchat bei XDefined ausschalten und anschalten kann, wie man aber auch Änderungen an den Einstellungen für den Sprachchat vornehmen kann. Wenn euch das gefällt, dann lasst gerne schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst auch nicht, hier meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Das Ganze ist für euch kostenlos und ihr verpasst auch keine weiteren wichtigen Videos mehr. So, jetzt schauen wir mal rein. Wir gehen in die Einstellungen hier oben rechts und dann müsst ihr auf den Reiter Ton- und Sprachchat gehen. Und dann könnt ihr so ein Stück runtergehen. Ja, ihr habt ja schon mal den Sprachchat. Aktuell ist er an. Könnt ihn auch ausschalten. Dann seht ihr alle Einstellungen, die hier drunter sind. Kann man dann nicht mehr ändern, weil dann ist die Funktion nicht mehr gegeben. Wenn wir jetzt aber den Sprachchat an wieder machen wollen, klicken wir das und dann könnt ihr hier unterschiedliche Sachen einstellen. Zum Beispiel könnt ihr das Ganze öffentlich machen oder halt privat. Ja, hier müsst ihr selber gucken, was ihr gern haben möchtet. Ihr könnt hier die Lautstärke ändern. Ich würde euch empfehlen, das immer recht laut zu lassen, damit man sich auch hört. Dann könnt ihr hier die Ausgabe ändern, wo ihr den Sprachchat hören wollt. Ob ihr das jetzt über eure Kopfhörer haben wollt oder ein anderes Gerät, könnt ihr hier durchschalten. Die Geräte, die angeschlossen sind oder verbunden sind, tauchen dann hier auf. Mikrofon könnt ihr hier ein- und ausschalten, das heißt, wenn ihr es ausmacht, wird euch keiner hören. Ebenso könnt ihr hier dann auch die Mikrofoneingabe machen. Auch hier sind wieder die verschiedenen Geräte drin, die bei euch angeschlossen sind. Hier Schwelle für Mikrofoneingabe, klicken wir jetzt einmal rein. Könnt ihr hier lesen, kontrolliert die Schwelle, über den der Sprachchat aktiviert wird. In dem Augenblick, je nachdem wie ihr das eingestellt habt, ob das empfindlich ist oder nicht. Hier seht ihr dann auch, ändert sich die Einstellung. Ich für meinen Fall habe das immer so auf 20-25 stehen, das passt ganz gut. Ja, Lautstärke-Boost für das Mikrofon. Auch hier könnt ihr dann die Empfindlichkeit wieder einmal einstellen. Lasse ich aber auch in dem Fall so eingestellt. Hier nochmal vielleicht auch eine ganz interessante Einstellung, Push to Talk, das heißt vorher Taste drücken und dann die eingestellte Taste drücken und dann loslegen oder halt offenes Mikrofon. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ihr sagt, kann das jemand verstehen? Ich würde es gegebenenfalls, ja, oder muss sagen, ich bevorzuge diese Einstellung. Ja, das war es auch schon zum Thema Sprachchat. Hier könnt ihr dann, wie gesagt, nochmal an- und ausschalten. Ich lasse ihn natürlich an. Und wie ihr ihn einstellen könnt, habe ich euch auch gezeigt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gern hier meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos. Und dann sehen wir uns auch in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut. Bis dahin.